Hallo, wir sind bei Lenovo auf dem Launch Event der Yoga 2 Serie bzw. der Yoga Tablet 2 Serie und das Yoga 3 Pro. Und was wir hier haben, ist das Yoga Tablet 2 mit Windows in der 8 Zoll Version. Das ist im Grunde das gleiche Gerät sozusagen wie die Yoga Tablet 2 mit Android Varianten, nur dass hier eben ein Windows läuft, wie man es vom Desktop kennt. Es ist also ein vollwertiges x86 Windows, was hier läuft, auf einem Intel Atom Z3745 Quad-Core SoC, der mit 1,33 GHz läuft und bei Bedarf bis 1,86 GHz hochtaktet. Das Ganze hat 2 GB Arbeitsspeicher und außerdem 32 GB Flash-Speicher, ist also ja, die absolute Grundausstattung auf jeden Fall vorhanden. Es ist jetzt keins von den super Low-End-Geräten mit 1 GB Arbeitsspeicher oder nur 16 GB Flash-Speicher, sondern es ist alles da, was man braucht. Wir haben hier ein 8 Zoll Panel, wie gesagt, das ist ein IPS-Display. Die Blickwinkel sehen sehr gut aus, muss ich sagen. Und die Farbwiedergabe scheint jetzt auf jeden Fall auch in Ordnung zu gehen. Das Ganze hat eine Auflösung von 1920x1200 Pixel. Wir haben hier also sogar etwas mehr als Full HD. Natürlich jetzt 16:10 Format, also oben und unten ein paar Streifen. Aber es ist ein Full HD Panel auf 8 Zoll. Es ist also ein sehr, sehr hochauflösendes Gerät, was für den Preis von 229 Euro, glaube ich, 249 Euro auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Angebot ist. Macht dementsprechend auch einiges her. Wir gucken uns das Gerät mal kurz ein bisschen genauer an. Wir haben hier eine 1,6 Megapixel Kamera auf der Front. Die ist deswegen da links an der Seite, weil das Gerät dazu gedacht ist, dass man es mit einer Hand super halten kann. Das Ganze wiegt 419 Gramm in dieser Version. Mit LTE gibt es dann übrigens auch noch eine Version. Die wiegt dann 429 Gramm, aber immer noch extrem leicht und sehr gut zu halten mit diesem Griff, der dadurch erzielt wird, dass hier ein sogenannter Akku-Wulst, würde ich ihn jetzt mal nennen, vorhanden ist. Man macht also das eine Ende des Tablets, die lange Seite, sehr, sehr dick. Dick ist immer relativ. Da steckt ein 6400 mAh Akku drin und der sorgt in Verbindung mit dem relativ kleinen Display dafür, dass das Gerät ganze 18 Stunden laufen soll am Stück mit Windows und eingeschaltetem Display. Bleibt abzuwarten, wie sich das dann tatsächlich in der Praxis auslebt sozusagen. Wir haben hier den Ein- und Ausschalter, daneben sitzt ein Micro-USB-Port und dann gibt es hier noch eine Lautstärke-Wippe zum Einstellen der Lautstärke natürlich. Der untere Teil inklusive Ständers ist übrigens aus Metall gemacht und der Rest ist dann Plastik. Wir haben links und rechts des Ständers jeweils noch Stereo-Lautsprecher und auf der rechten Seite des Geräts geht es dann weiter mit einem Kopfhöreranschluss bzw. Mikrofon-Kombi-Anschluss. Daneben sitzt dann hier die Windows-Taste, die ist also hier nicht auf der Front vorhanden, sondern an der Seite. Und wenn wir das Ganze ausklappen, der Ständer hat wie gesagt auch noch mehrere Stufen, hier sind es jetzt nur zwei bei diesem Gerät. Wenn man den komplett ausklappt, dann gibt es hier dieses kleine Löchlein und dann kann man das ganze Ding einfach lustig an die Wand hängen und da ganz bequem dann auf dem Klo oder in der Küche oder wo auch immer Websites angucken oder zum Beispiel noch ein Video laufen lassen oder ähnliches. Die Leistung reicht für Full HD natürlich ohne Probleme aus. Auf der Rückseite gibt es dann außerdem noch eine 8-Megapixel-Kamera, die ist angenehm hochauflösend, gerade für ein Gerät in dieser Preisklasse und vor allem in dieser Größe. Rückseite komplett Plastik, leicht strukturiert, zieht jetzt keine Fingerabdrücke an und hinter dieser Klappe stecken unter anderem oder stecken ein Micro-SD-Kartenslot und dazu noch ein SIM-Kartenslot für das erwähnte LTE-Modem. Das Gerät kommt demnächst auch in Deutschland auf den Markt, es läuft ein ganz normales Windows 8.1. Und ich war Roland von Mobile Geeks und wenn euch das gefällt, was wir auf dem Channel machen, dann gebt uns einen Daumen hoch, folgt dem Kanal, abonniert uns auf Google+, Facebook und Twitter natürlich auch und dann sehen wir uns bald wieder. Bis dann.